Willkommen zu deiner persönlichen elektronischen Patientenakte, kurz EPA. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du dich mit deinem Smartphone dafür registrierst. Öffne zunächst deinen App Store oder Play Store. Suche dort nach der App EPA Pronova BKK Patientenakte und lade sie runter. Lies dir die ersten Screens aufmerksam durch. Sie geben dir einen Überblick über die EPA. Nun kannst du loslegen und deine persönliche Patientenakte einrichten. Klicke auf den Reiter Los geht's und danach auf den Reiter Registrieren. Im ersten Schritt legst du ein Benutzerkonto an. Hierfür benötigst du deine Versichertennummer und die letzten 6 Stellen einer Kennnummer. Beide findest du auf deiner Gesundheitskarte der Pronova BKK. Gib zusätzlich deine Kontaktdaten an und erstelle dir ein Passwort. Achte hierbei auf die in der App hinterlegten Hinweise. Akzeptiere die Einwilligungserklärung und die Nutzungsbedingungen und klicke auf den Reiter Weiter. Danach erhältst du eine E-Mail von uns. Bitte bestätige deine E-Mail-Adresse, indem du auf den Link in dieser E-Mail klickst. Der Link ist 20 Minuten gültig. Klicke anschließend auf Weiter. Wenn du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast, erhältst du eine weitere E-Mail mit dem Hinweis Neues Gerät mit App verbunden. Wähle für die sichere und einfache Anmeldung einen App-Code aus 6 Ziffern. Merke dir diesen gut. Klicke anschließend auf den Reiter Weiter. Im zweiten Teil bestätigst du deine Identität. Hier hast du 3 Möglichkeiten. Erstens, du identifizierst dich mit dem Postident-Verfahren. Dafür benötigst du deinen onlinefähigen oder NFC-fähigen Personalausweis und den dazugehörigen PIN. Zweitens, du schaltest deine EPA mit einem Aktivierungscode frei. Diesen erhältst du in deinem nächstgelegenen Pronova BKK Service Center. Drittens, du nutzt deine NFC-fähige Gesundheitskarte und den dazugehörigen PIN, sofern du diese bereits besitzt. Damit ist deine Registrierung erfolgreich abgeschlossen. Drücke nun auf Fertig und anschließend Patientenakte einrichten. Bitte akzeptiere die Einwilligungen und die Nutzungsbedingungen, um im nächsten Schritt deine Patientenakte einzurichten und klicke auf den Reiter Weiter. Anschließend erhältst du eine E-Mail zur Gerätefreischaltung. Kontrolliere auch deinen Spam-Ordner. Klicke den Link in dieser E-Mail an, um mit der Einrichtung fortzufahren. Jetzt ist deine Anmeldung abgeschlossen und deine persönliche EPA startklar.